Liebe Digital-Freunde, zweites Video dieser neuen Videoserie. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, was das Yidaki und Mago, Didgeridoo, dir geben kann für dein Leben. Yidaki und Mago sind Aborigine-Worte für das Didgeridoo. Didgeridoo ist kein Aborigine-Wort. Ja, wie ich im ersten Video gesagt habe, ich sehe, dass die Gesellschaft mehr oder weniger weltweit anfängt, etwas ganz Wichtiges zu verlieren. Und was das ist, möchte ich gerne hier näher beleuchten anhand des Beispiels dieses Instruments. Das ist anders als andere Musikinstrumente in meiner Wahrnehmung. Wenn du Gitarre lernst, Klavier, Flöte, Instrumente, die in unserer westlichen Welt eher, wenn nicht fast ausschließlich oder gar ausschließlich, nach Notensystem gespielt werden, nach in diesem Sinne strengen Regeln. Da ist etwas, das, selbst wenn du das Richtige meinst und suchst, auch durch Unterricht in diesen Musikinstrumenten, da ist etwas, das du vielleicht nicht bekommst. Freiheit. Siehst du, wenn Eltern, Kinder dazu zumindest stark motivieren, also drängen, das solltest du lernen. Jeder sollte Klavier spielen können oder so, oder Gitarre. Dann lernt man nach sehr strengen Regeln Musik zu machen. Ist einfach so. Und nicht jeder mag sich einem solchen Regelwerk und System unterwerfen. Und man könnte argumentieren, Musik sollte freier sein. Es ist sinnvoll, Dinge zu lernen. Ja, und dann endet man vielleicht nach so und so vielen Jahren des Lernens in einer Art Käfig, musikalischem Käfig. Man spielt für ein Publikum, das hat Erwartungen. Und gerade in westlicher Musik kann es sein, dass einem das die Freiheit nimmt, die man vielleicht erhofft hat. Man kann Free Jazz spielen, ja. Also dieses Instrument hat all das nicht. Im Sinne von, man lernt keine Noten. Es gibt Obertonmelodien, es gibt jede Menge Spieltechniken, Atemtechniken. Da ist ganz, ganz viel, was man lernen kann. Ich jetzt nach 20 Jahren habe nicht das Gefühl, auch nur in die Nähe eines Ausgelerntseins zu kommen. Das ist einfach nicht möglich. Allerdings habe ich Dinge kennen und schätzen gelernt und wurde aufmerksam auf Sachen, die hatte ich gar nicht auf meinem Radar, mein ganzes Leben lang nicht. Luft. Jeder Mensch atmet. Macht sich keine großen Gedanken drüber. Und wenn du dieses Instrument spielst, kommst du gar nicht drum rum, irgendwann zu erkennen, Luft ist was richtig Tolles, was unglaublich Wertvolles. Es ist das Ding. Und wenn du dann spielst Jahr für Jahr und du merkst, was mit unserer Luft gemacht wird, zum Beispiel, ich stehe in diesen Corona-Zeiten manchmal vor einem Bäcker in einer Schlange, die
warten darauf, dass sie was dort kaufen können oder Asia Food, Imbiss. Ja, und die Leute rauchen, die da in der Reihe stehen, ein paar von denen. Und dann merkst du, hey, ich hasse das. Die pusten schlechte Luft und ich muss das einatmen. Das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Und das passiert mir jetzt fast jeden Tag in der Woche. Ganz zu schweigen von der gesamten Umweltverschmutzung und besonders der Luftverschmutzung. Dieses Bewusstsein, wenn das mehr und mehr Menschen bekommen, würde natürlich der Welt gut tun, wenn Leute sagen, oh, ich will das eigentlich gar nicht. Ich höre jetzt mal damit auf. Das wäre schön. Und natürlich tut es einem persönlich auch nicht gut. Die Natur selbst, ein Baum. Bevor ich das spielte, hatte ich, naja, da waren halt Bäume, ne? Jetzt empfinde ich das Rascheln von Wind in den Bäumen und die bloße Tatsache, dass da Bäume sind, ungeheuer schön. Es gibt Menschen, die Bäume umarmen und an die Energie andocken und die werden dann gern belächelt von anderen. Ich lächle da nicht, ich verstehe das. Also man fängt an zu ehren, was definitiv Ehre wert ist. Wasser. Die eigene Gesundheit. Man ist nicht mehr so leichtfertig. Man wird bewusst. Bewusster über Dinge und jedes Jahr mehr. Das macht es, wenn man dieses Instrument kennenlernt und spielt. Ja, letztlich jeder Bereich des Lebens wird davon berührt und bereichert. Der Prozess des Atmens ist ein ganz zentraler Punkt. Man nimmt das ganz anders wahr. Und je besser man in Aboriginalen Atemtechniken wird, umso stärker wird dieses Bewusstsein. Töne. Sounds. Für die Aborigines ist das ein heiliger Ton. Er verbindet einen nach Ansicht der Aborigines und ich verstehe das mehr und mehr jedes Jahr. Er verbindet einen mit der spirituellen Welt. Für mich war das mein ganzes Leben lang gar nicht auf meinem Schirm. Spirituelle Welt, Blödsinn. Aber das kann man nicht ewig durchhalten. Je mehr man erfährt, erkennt, spürt, bewusst wird, erkennt man, also da ist was. Und allein die Vorstellung, dass man durch diesen Ton und Rhythmen und Sounds eine Verbindung herstellt, ist faszinierend. Und irgendwann fühlt man da, kommen Verbindungen, die man vorher nicht hatte. Die waren immer da, aber man hat es nicht gefühlt. Ist nicht gerade unwichtig, das Ganze. Spaß an Sounds, die tiefe, tiefe Freude, einen solchen Ton zu spielen, damit Rhythmen zu spielen oder einfach eine Klanglandschaft zu schaffen. Die Freiheit, das zu tun, ist echte Freiheit. Ich meine, wo finden wir heutzutage noch als moderne Bürger eines Staates, der immer mehr Kontrolle übernimmt? Wo finden wir Freiheit? Und das zu leben? Wow. Und das macht dann einen anderen Menschen mit der Zeit. Aus dir, aus mir. Freie Menschen, frei im Geist, frei im Denken, frei im Fühlen, frei in der Musik, offen. Wie jeder Ki- und Mago-Spiel überhaupt den ganzen Körper öffnet mit der Zeit,
traditioneller Weg des Spiels zumindest. Also, wenn das nicht gewaltige viele Dinge sind, Dinge nicht mehr so ernst nehmen, Dinge leicht nehmen, von der heiteren Seite sehen, ist da drin. Nicht jeder, der Jedaki und Mago spielt, bekommt das. Leider nicht. Aber die Chance, das zu bekommen, ist erheblich höher. Und ein guter Lehrer, der wird das immer mit in, ich will sagen, das Unterrichten einbinden, aber ich habe festgestellt, dass ich mit den Jahren, abgesehen von neuen Schülern, eigentlich immer dieselben Schüler habe, die nach 10, 15 Jahren natürlich nicht einfach Schüler sind, das sind Freunde. Wir tun viel füreinander. Wir haben jede Menge Spaß. Sind eine Gemeinschaft. Musiker. Lockere Menschen. Offene Menschen. Das ist sagenhaft viel. Man wird also Freunde bekommen. Man hat die Freiheit zu spielen, was man will und wie man es will. Freiheit. Das Empfinden für Energie, Austausch, Balance, Improvisieren, Spaß am Entdecken und so viel mehr. Okay, danke fürs Zuschauen, bis nächstes Mal.